Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute erfülle ich mal einen Zuschauerwunsch, denn es wurde sich gewünscht, dass ich doch bitte mal was mit Kiwi backen soll. Und da ich das noch nicht für euch getan habe, habe ich gedacht, gut, das trifft sich ja gut. Ich weiß gerade nicht, was ich backen soll. Manchmal weiß ich das auch nicht mehr. Dann komme ich gerne auf eure Wünsche zurück und deshalb habe ich heute einen Kiwi-Kuchen für euch. Und ich habe mir gedacht, weil der Sommer da ist und bei mir oft mal gerne 26 Grad warm in der Küche wird, weil ich im ersten Obergeschoss die Küche habe, passt das ganz gut, dass ich ein No-Bake-Rezept für euch mache. Also No-Bake mit Kiwi, richtig schön fruchtig. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht und dann sehen wir uns zum Schluss nochmal wieder. Wir starten mit dem Boden und dazu gebt ihr die Butterkekse in einen Gefrierbeutel und haut mit dem Nudelholz drauf rum, bis dass ihr richtig feine Brösel habt. Ich rolle auch teilweise richtig schön die platt, dadurch brechen die und werden richtig schön fein. Wenn ihr richtig feine Brösel habt, gebt ihr die in eine Schüssel, gebt die geschmolzene Butter dazu und rührt das ordentlich unter. Ich habe meinen Backring auf 25 cm eingestellt. Es geht auch super eine Springform, da könnt ihr auch eine 24er oder eine 26er nehmen, geht beides gut. Den habe ich auf meine Tortenplatte gegeben, verteile die Brösel einmal drauf und drücke die dann mit einem Glas richtig schön fest. Der Boden darf jetzt erstmal im Kühlschrank wandern, während wir uns um die Creme kümmern. Dazu nehmen wir erstmal die Sahne und Vanillezucker, rühren das einmal kurz unter und geben dann das Sahnesteif hinzu und schlagen die Sahne steif. Jetzt kommt der Schmand mit dem Zucker in eine Schüssel, das rührt er einmal kurz unter, so lange bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und dann wird zum Schluss die Sahne noch unter den Schmand gehoben und dann ist die Creme auch schon fertig. Der Boden ist jetzt richtig schön fest geworden. Darauf verteilen wir jetzt noch die Creme und streichen diese richtig schön glatt. Und dann muss die erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Nun werden die Kiwis geschält und in dünne Scheiben geschnitten. Jetzt werden die Kiwis ringsherum verteilt, so dass ihr alles mit Kiwi bedeckt habt. Kann sein, dass ihr die eine oder andere Kiwi vierteln müsst und noch in eine Lücke stopfen müsst. Also so habe ich es gemacht. Zum Schluss wird noch ein Tortenguss hergestellt. Dazu gebt ihr alle Zutaten in einen Topf, rührt ihr ordentlich unter, kocht das Ganze einmal auf und lasst das dann für 1 bis 2 Minuten kurz abkühlen, bevor ihr es dann überall über den Kiwis verteilen könnt. Meine Kamera hat das leider nicht mitgefilmt. Ja, auf jeden Fall habe ich es schön vernünftig verteilt und dann nochmal in den Kühlschrank für etwa 30 Minuten gestellt. Wundert euch auch nicht, dass ich mehr Menge hatte. Ich hatte 500 ml Wasser davon den Tortenguss angerührt. Das war die falsche Menge. Ich habe zu viel gemacht, aber euch habe ich die richtige Menge. Also macht die Menge Tortenguss, die ich euch auch dahin geschrieben habe. Gut.
Das erste Stück schneide ich natürlich wieder für euch an, damit ihr auch sehen könnt, wie lecker der ist. Und fertig ist der Kiwi-Kuchen. Ich hoffe natürlich, ich konnte den Zuschauerwunsch erfüllen. Das Einzige, was mich gestört hat an dem Kuchen, dass ich den eigentlich grüner haben wollte, also mit der normalen Kiwi wäre es auch passiert. Aber die Kiwi Gold war im Angebot und ich dachte mir, ach, trifft sich ja gut. Ich wollte eh einen Kiwi-Kuchen backen. Hab gar nicht über die Farbe nachgedacht, aber gut. Geschmacklich war der super, total erfrischend, die Zuckermenge war perfekt, kein bisschen zu süß. Und ich liebe das ja mit diesem Keksbohnen, also das ist voll meins. Ich finde das so lecker. Viele würden jetzt sagen, Kalorienbombe. Aber ihr esst im Normalfall nur 1 bis 2 Stücke. Und mein Gott, da kann man sich sowas nochmal geben, oder? Ja, das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.